Du wirst noch die Revolution erleben. Und die freie Gesellschaft ist da nicht mehr weit. Eins von zwei Teilen. Norbert Nisse für die basisdemokratische Räterepublik. Das Endziel der Marxisten ist nicht die Arbeiterrätegesellschaft, sondern die freie Gesellschaft. Das, was wir Marxisten Kommunismus nennen. Das kommt aus dem Lateinischen und heißt das Gemeinwohl. Die basisdemokratische Arbeiterrätegesellschaft ist nur ein notwendiges Übergangssystem für die freie Gesellschaft. Erstens die Räterepublik, in Klammern Sozialismus. In 16 Ländern haben schon weit mehr als 100.000 Arbeiter selbstverwaltete Betriebe ohne Boss sich erkämpft. Das ist der erste Schritt zum Sozialismus, sagt Marx. Wir sind schon mitten in der Zukunft. Sie hat schon begonnen. Die über 100.000 Arbeiter der selbstverwalteten Betriebe fordern alle den gleichen Lohn für gleiche Arbeit, ohne Profit, weltweit. Und damit wären auch die Krisen und Ungleichgewichte des Kapitalismus aus der Welt geschafft. In meinem Buch Geschichte und Logik der Arbeiterräte, Link 0, zeige ich, dass in Krisen, die das Kapital nicht löst, immer wieder der gleiche Ablauf bei den Betriebsbesetzungen vorgekommen ist. Erstens Betriebsbesetzungen und Selbstverwaltung ohne Boss. Zweitens Übernahme staatlicher Aufgaben. Und drittens Umbenennung des Streikrates in Arbeiterrat. Das war so in Russland 1905 und 1917, in Deutschland 1918, Ungarn 1919, Italien 1919-20, Spanien 1936, in Ungarn 1956, in Portugal 1974 und Iran 1979. In Russland ging es 1917 noch weiter. Viertens Doppelherrschaft, fünftens Revolution. Das Problem in Russland war nur, es gab nur eine Arbeiterklasse von 200% der Bevölkerung, wie in Afghanistan. 80% waren Bauern. Da konnte Stalin leicht 1924 seine schleichende Konterrevolution durchführen. Heute aber ist die Arbeiterklasse in Europa und Südamerika 85% groß und der Kapitalismus ist mathematisch am Ende. Da werden die Abläufe in der Endkrise, so wie das Amen der Kirche, automatisch abgespult werden. Also werden die Koordinationen der selbstverwalteten Betriebe nach diesem Ablauf immer mehr staatliche Aufgaben übernehmen, wie Preis- oder Mietkontrolle oder Abhalten von Messen. Und so wird es Schritt für Schritt weitergehen, bis zur Revolution. In den Räten, die Arbeiterräte im Betrieb, in der Stadt, im Bezirk, Land und im Bund bestehen wie beim Streikrat in den besetzten Betrieben auch genau die gleichen drei Prinzipien. Der Streikrat wird dann nur in Arbeiterrat umbenannt. Erstens imperatives Mandat. Die Abgeordneten sind an die Beschlüsse der Basis gebunden. Zweitens
jederzeitige Abwählbarkeit. Und drittens, Facharbeiterlohn für die Abgeordneten. In allen Betrieben wird ein gleicher Lohn für gleiche Arbeit bezahlt. Für Ingenieure und Führungspersonal zum Beispiel 120%, 100% für die Facharbeiter und für die Hilfskräfte 80%. Alle Gebiete werden gleichmäßig entwickelt werden. Das wird zentral überwacht. Diese Zentralstelle rotiert dann alle halbe Jahre, wie zum Beispiel die EU-Ratspräsidentschaft. Das Patentrecht ist im Staat abgeschafft, gilt aber nach wie vor für das kapitalistische Ausland. Wichtige Konsumgüter werden zum Preis unter den Kosten und Luxusgüter zum Preis über den Kosten angeboten. Arzt, Krankenhaus, Nahverkehr, Schule und Universität gibt es dann sogar gratis. Deshalb muss auch der Staat das Außenhandelsmonopol erhalten. Der Staat wird die Monopole verstaatlichen. Geregelten Urlaub und eine gute Rente für alle Bauern und auch die anderen Kleinbürger anbieten, wenn sie sich den staatlichen Kollektiven anschließen. Zwangskollektive wie bei Stalin im Staatskapitalismus gibt es bei uns im Sozialismus nicht. Davon steht bei Marx nicht drin. Und sie widersprechen auch dem marxistischen Geist. Betriebe, die besetzt werden, werden in staatliche Kooperative umgewandelt. Profit wird es nur noch bei wenigen Kleinbürgern geben. Es bringt der Gesellschaft nichts, wenn sie jeden Eselskarren vergesellschaftet. Die Arbeiterstaaten versuchen sich so bald als möglich mit anderen Räterepubliken zu einer Union zusammenzuschließen. Diese Möglichkeit sehe ich schon im Laufe der 2020er Jahre auf uns zukommen, da der große Crash noch in den nächsten Jahren explodieren wird. Das Interesse der Arbeiter nach mehr Bildung setzt schon sehr früh ein. In Portugal gab es 1974 während der Kämpfe bei den Betriebsbesetzungen und dem zweiten Kongress der revolutionären Arbeiterräte eine gut besuchte Arbeiteruniversität. Allein schon durch die Form des Arbeiterrates ist die internationale Solidarität, die Abschaffung der internationalen Ungleichgewichte, gewährleistet. Was hat ein VW-Arbeiter davon, wenn sein südafrikanischer Kollege nur die Hälfte verdient? Nichts. Nur ein Dumpingauto, das ihn arbeitslos macht. Da die Arbeiterklasse heute 85% der Bevölkerung in Europa trägt, woanders annähernd auch, und sie im Zentrum des Arbeiterräteparlaments steht, werden sich ihre objektiven Interessen auch durchsetzen. Die 10% Bauern, selbstständige Ärzte, Architekten, Rechtsanwälte, kleine Ladenbesitzer, die Rentner und Studenten werden auch ihre Abgeordneten im Räteparlament vertreten haben. Die meisten glauben ja noch, dass der Imperialismus noch genügend Vitalität hat, um sich gegenüber den Betrieben ohne Chefs der aufkommenden Alternative zu behaupten. Er ist recht militärisch. Aber die Krise und der kommende Supercrash werden ihm jedes Selbstbewusstsein nehmen. Die Diegeliste Link 1.
schätze ja schon, dass nach dem Finanzcrash Amerikas Lebensstandard in der Höhe von Angola sein wird. Die Welt ist schon bis 700% des Weltbruttoinlandsproduktes überschuldet. Da kommt der Meteoriteneinschlag in naher Zeit. Wir leben nur noch in einer vorgegaukelten Welt. In Wirklichkeit geht das schon in allen Ländern abwärts. Mit jedem besetzten Betrieb steigen unsere Chancen. Jetzt wurde Pepsi von 600 Arbeitern in Buenos Aires besetzt. Es geht voran. Die kommende Revolution werden die meisten von uns noch erleben. Keine Profitinteressen treiben mehr in der Republik die Menschen auseinander. Die Arbeiterklasse hat die Fähigkeit, die Kapitalisten zu sich herabzuziehen, stellt Marx fest. In dem Maße, dass ihr das mit Umschulung und positiven Beispielen gelingen wird und wenn dann die meisten Länder sich der Arbeiterunion angeschlossen haben, können wir in die nächste Stufe einschreiten. Karl Marx sieht weitere Bedingungen für die freie Gesellschaft angegeben. Zitat: In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende Unterordnung des Einzelnen unter die Teilung der Arbeiter, damit auch der Gegensatz zwischen geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist, nachdem Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern das erste Lebensbedürfnis geworden. Nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch die Produktivkräfte gewachsen sind und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen, erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahnen schreiben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seinen Bedürfnissen. Karl Marx, Kritik des Gotha-Programms, MEW, Band 19, Seite 21. Links mal. Und Leo Trotzki spricht auch den Reichtum an, den wir alle, jeder Einzelne von uns dann hat. Du musst bedenken, dass schon ab der Revolution niemand gegen seine Natur erzogen wird und wir alle dann große Erfinder sind. Trotzki Zitat: Für den Anarchismus charakteristische Forderungen wie die Abschaffung des Geldes, die Abschaffung des Arbeitslohns und die Aufhebung des Staates und der Familie können nur als Musterbeispiel von mechanischen Denken Interesse beanspruchen. Das Geld kann man nicht willkürlich abschaffen und den Staat oder die traditionelle Familie nicht aufheben. Sie müssen ihre historische Mission erfüllen, kraftlos werden und vergehen. Der Geldfetischismus empfängt erst dann auf jener Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung den Todesstoß, auf der ein unaufhörlicher Wachstum des gesellschaftlichen Reichtums den Zweifüßlern das Geizen um jede Minute Mehrarbeit und die demütigende Angst um die Größe ihrer Ration abgewöhnt hat. Leo Davidowitsch Trotzki, Verratene Revolution, Schriftenband 1.2, Hamburg 1988, Seite 758, folgende. Link 3, weiter mit
Du wirst noch die Revolution erleben. Und die freie Gesellschaft ist da nicht mehr weit. Das zweite Teil von zwei Teilen. Die freie Gesellschaft, in Klammern Kommunismus.